Hallo Freunde, ja, nach einem kleinen Ausflug in den Bereich Do-It-Yourself, heute mal wieder zurück zum Thema Aquarium. Vor ungefähr 2 Wochen hatte ich ein Video gemacht über den Talwasserwechsel, so wie ich den durchführe, und versucht mal so Step by Step das zu machen und auch die ein oder andere Frage, die in der Vergangenheit aufgetaucht ist, zu beantworten. Nach diesem Video gab es im Forum auch einiges an konstruktive Diskussionen bezüglich des Themas Talwasserwechsel. Ich glaube, das ist so ein ewiges Thema. Und dort habe ich dann auch einiges an Tipps mitgenommen und versucht, die in den letzten 2 Wochen auch umzusetzen. Ja, also habe ich dann alles zusammengenommen, so wie ich es vorher gemacht habe. Welche Möglichkeiten ich hier habe, was die Tipps, die ich bekommen habe, noch ein bisschen was auch bei YouTube recherchiert, wie andere Leute das machen. Habe das alles zusammengeknüttelt und versucht dann wieder auseinander zu friemeln. Und dann ist dann noch etwas passiert. Jetzt habe ich natürlich die letzten 14 Tage alles, was bezüglich dieses Thema war, mit der Kamera versucht, so gut wie möglich einzufangen. Und da kann es schon mal vorkommen, dass etwas, was ich später gefilmt habe, im Video vorher gezeigt wird. Also nicht verwirren lassen. Aber jetzt genug geredet. Gucken wir uns mal an, wie dieser Prozess dann tatsächlich vonstatten gegangen ist. Ja, ich möchte mir gerne so ein Markierungssystem jetzt bauen, wie viel Wasser ich jetzt gerade aus dem Becken raus habe. Und da bietet mir Juwel eine sehr schöne Möglichkeit. Hier oben der Rahmen, der hat hier ein bisschen Freiraum, passt jetzt für meinen Plastik, könnte man auch dünne Pappe nehmen, packe ich da rein und lege hier auf den unteren Rahmen auf, sieht so, dass das so einigermaßen parallel ist, auch das wieder keine Raketenwissenschaft, wenn man möchte, kann man das dann noch festklemmen, ja, klemmt man hier noch was drunter, so, dann ist das ein bisschen fester, muss aber nicht. Und jetzt kann ich beim heutigen Wasserwechsel mir dann immer eine Markierung da dran machen. Schreibe noch, wo oben und unten ist. Und schon habe ich hier eine schöne Skala, die ich im Schrank dann deponiere. So, habe jetzt 45 Liter draußen und immer noch mit dem Eimer gemacht. Und alle 8 Liter mal einen Strich gemacht an meiner neuen tollen Schablone. Und dann habe ich das gerade mal hiermit so in etwa nachgemessen und tatsächlich in dem oberen Bereich habe ich hier immer 21 mm Abstand, heißt also 21 mm Wasserspiegelsenkung, 8 Liter raus. Möchte ich mich nicht drauf verlassen, weil jetzt fängt auch an die große Wurzel zu kommen, die hat ja auch noch Wasserverdrängung und so weiter, aber ich habe jetzt hier meine 45 Liter Marke. Ich brauche nicht mehr aufschreiben, das ist schon mal der erste Schritt. Hier das Nebenprodukt dieser ganzen Aktion, und zwar meine Wasserstandschablone. Ich habe sie ein bisschen beschriftet, damit ich weiß, wo ist oben. Habe auch drauf geschrieben, dass es eine Wasserstandschablone fürs Rio 180 ist. Oberkante Kiesblende, wo ich es auflege. Und habe dann hier alle 10 Liter einen Strich und natürlich auch bei 0 Litern einen Strich gemacht. Bei 45, da habe ich noch mal einen etwas dickeren gemacht, weil das ist nun mal das Maß, was ich brauche für den Wechsel. Und unterhalb von 45, sprich ab 50, 60, 70 und so weiter, das sind eher gemessene Maße und natürlich abhängig von der Dekoration, die da noch drin ist, kann es ein bisschen abweichen. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Die Basteleien, die ich bis jetzt für das Aquarium gemacht habe, die Türeinsätze und so weiter, da ist die Grundlage immer solch eine Plastikplatte. Das sind Reste von jemandem, der irgendetwas gebaut hatte und die dann bei eBay seine Reste verkauft hat. Die sind so 10 cm breit ungefähr. Ja, und einige Zentimeter lang, und da schneide ich mir immer das raus, was ich dann gerade so brauche. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich hier vorbereitet habe. Weil ich einen Einhängehalter bauen möchte fürs Aquarium,
habe ich die Dicke vom Rahmen gemessen. Das waren 13 mm und dieses Holzstück, was ich hier habe, ist auch ungefähr 13 mm und ich habe auch hier diese Röhre gefunden, die ungefähr 13 mm ist und habe das alles hier mit Abklebeband fixiert. Dann habe ich auf dem Holz hier dieses, was ich euch gerade gezeigt habe, diese Plastikplatte auch nochmal fixiert und möchte jetzt einfach nur das hier so einmal komplett rumbiegen und hoffe, dass das funktioniert. Ist jetzt auch für mich ein Experiment. So habe ich noch nie gebogen. Ich werde jetzt die Heißpistole holen und probiere das einfach mal aus, wie das funktioniert. Wie ihr seht, benutze ich sowohl fürs Klebeband als auch für meine Gewichte immer sehr männliche Farben. Ja, also Preise werde ich damit ganz bestimmt nicht gewinnen. Aber für meinen ersten Versuch mit der Heißluftpistole das Plastik zu biegen, bin ich eigentlich soweit zufrieden, weil die Funktion, die ich haben möchte, wenn das jetzt der Rahmen wäre, der eigentlich noch ein bisschen anders zusammenläuft, schiebe ich das einfach so drüber und wie ihr seht, das hängt dann schön. Wollen wir mal gucken, wie das dann im Aquarium wirkt. Ja, von dem, was ich mir bis jetzt so angeschafft habe, da habe ich jetzt gedacht, da plünderst du mal ein bisschen, habe hier diese Schlauchklemme gefunden. Da wird der Schlauch eingeklemmt. Und diese Konstruktion ist so, dass sie über einen Rahmen geklemmt werden kann. Die benutze ich dann hier an meiner Konstruktion. Dann habe ich noch diesen Schlauch hier von, ich glaube, das war der Mulmsauger von Tetra. Das sind ungefähr 2 Meter, 12 mm, 16 mm Schlauch. Den werde ich wahrscheinlich verwenden. Ja, vom Aqua In Out habe ich mir hier dieses Kugelventil mal weggenommen. Da ist auch noch ein Stück Schlauch dran. Ich habe da so ein bisschen Ideen im Kopf. Werden wir aber am Schluss sehen, wie das hinterher aussieht. Ja, dann war ich heute auch wieder im Baumarkt und habe mir hier diese Rohrklemmen aus der Elektrikerabteilung geholt, weil die Elektriker haben auch 16 mm Rohr, so wie wir die Aquarianer. Wir haben halt einen 16 mm Schlauch und die Teilchen, die sehen dann so aus. Da lässt sich der Schlauch auch sehr gut einklemmen. Ich zeige das mal kurz. So, da habe ich das Teilchen. Ich halte es mal so und der Schlauch, der klemmt sich da eigentlich sehr gut ein. Es lässt sich zwar verstellen, aber es hat einen gewissen Widerstand und ist für die Zwecke, die ich da sehe, eigentlich ausreichend. Ja, jetzt muss ich noch die irgendwie hier dran bekommen. Ja, und ich zeige euch mal was. Das hier ist mein Testplättchen. Hier habe ich versucht, oder ich habe es tatsächlich geschafft, das hier mit Kleber zu befestigen. Ich zeige euch mal die beiden Kleber, die ich verwendet habe. Das war einmal hier ein U-Plast. Sekundenkleber hatte ich auch verwendet. Da hatte ich hier diesen ausprobiert. Ich bin mit beiden noch nicht so ganz zufrieden. Also ich muss noch ein bisschen mal schauen, wie ich das dann festklebe. Wenn ich da nicht zu sehr dran ruppe, hält es. Aber ich möchte gern, dass es auch hält, wenn ich mal ein bisschen stärker dran ruppe. Also da muss ich noch experimentieren. Soweit bin ich jetzt mit der Einhängehalterung und wie man sieht, habe ich hier dann mich dazu entschlossen, in diese Klipse, ich glaube, so kann man es am besten sehen, und zwar in die Klipse einmal so ein Loch da durchbohren und auch in meiner Platte ein entsprechendes Loch, Kabelbinder durch und dadurch habe ich dann diese Klipse zusätzlich befestigt. Die Idee, die jetzt dahinter steht, ist den Schlauch hier einzuklemmen, das Ganze hier ins Becken einzuklemmen. Ich hätte jetzt einen Strich machen können, aber ich habe jetzt einfach genau hier abgeschnitten, da wo die 45 Liter sind. Und das heißt, wenn er dann Luft zieht, hört er auf abzusaugen und ich habe beim Ablassen nicht das Problem, zu viel oder zu wenig, eher zu viel abzusaugen. Das Becken ist auf einmal leer oder sonst irgendetwas. Das war die Idee bis jetzt. Jetzt zeige ich euch mal was. Hier nochmal der Bioflow M, der jetzt halt im Rio 180 verbaut ist. Nochmal von oben.
Und ich habe dann noch mal ein bisschen im Internet geguckt, Konstruktionspläne davon gesehen. Und ihr habt ja auch beim Befüllen gesehen, dass ich da den Schlauch an dieser Stelle hier eingeführt habe. Jetzt habe ich noch mal bei mir geschaut und habe noch ein Rohr gefunden mit einem Außendurchmesser hier von 13 mm. Ja. Und das passt hier wunderbar rein. Jetzt kommt natürlich wieder die Sache ins Spiel, wie ich diese Schablone gemacht habe. Daher weiß ich jetzt auch, wie weit muss ich den Schlauch jetzt da reindremmeln, damit ich auch im Endeffekt ca. 45 Liter ablassen kann. Ja, wieso nicht die Konstruktionsvorgaben benutzen, wenn man sie schon da hat? Die ganze Bastelei bis jetzt scheint für die Katz gewesen zu sein, aber es fehlt ja noch der Test. So, ich werde das erstmal mit dem 2 Meter Schlauch ausprobieren. Da das hier ein Standard 12x16 ist, kann man das locker austauschen. Nach Messung und so weiter müsste jetzt also tatsächlich so viel in dem Filter versenkt werden. Und irgendwo wird dann die Öffnung ein bisschen kleiner. Und das heißt also, hier die Ecke vom Schlauch gilt praktisch als Bremse. Das andere ist hier für die Pumpe. Dann brauche ich noch 2 von diesen Klemmen, um das ein bisschen zu fixieren. Und wenn ich jetzt mit den 2 Meter Schläuchen das natürlich erstmal in Eimer abfülle, dann kann es sein, dass ich zwischendurch mal aufhören muss, und dafür benutze ich dann die Klemme, um dieses Ende des Schlauches im Aquarium zu fixieren. Versucht das jetzt mal mit der Kamera aufzufangen. Ich zeige euch mal, jetzt hier kommt das Rohr hinein und hier könnt ihr sehen, ich hoffe ihr könnt sehen, ist so ein kleiner Absatz. Aber wenn wir das jetzt, wenn ich jetzt das Rohr hier reinpacke, drücke es runter und dann irgendwann stößt der Schlauch dagegen. Und dann habe ich also hier fix meine Tiefe. Jetzt fixiere ich noch den Schlauch am Beckenrand und dann ist das vom Trockentest her schon mal fertig. Und beim nächsten Wasserwechsel kommt dann die Premiere. Und hier die Übersicht der KISS-Variante. Und zwar habe ich hier einfach nur den Schlauch reingesteckt in diese Öffnung, die ich euch gezeigt habe. Habe es einmal hier mit einer Klemme fixiert, hier mit so einer ganz normalen Spannklemme. Und hier ist dann nochmal so ein ganz normaler Klemmhalter für Schläuche. Und wenn ich jetzt den Schlauch fallen lassen würde, ja, wie ihr seht, ich mache es nochmal, so, ich habe jetzt eine Schlauchwaage, würde natürlich alles rausfließen. Das möchte ich jetzt nicht, das mache ich in 2 Tagen. Und hier ist der Anschluss für die Pumpe. Ich brauche also keinen Ansaugschutz davor machen und so weiter, weil das läuft jetzt über das Filtergehäuse und da in diesem speziellen Fall über den Abschnitt, wo der Heizstab drin ist. Mit dem ganzen Hin und Her und weil ich mir halt jetzt hier diese Halterung gebaut habe, nehme ich sie auch, und das ist tatsächlich jetzt so, wie der Aufbau ist zum Leeren, und ich brauche keine Tücher mehr. Ist wirklich sehr einfach geworden. Ich zeige euch das Ganze nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Von Tetra habe ich jetzt hier den Schlauchhalter und natürlich den Schlauch aus diesem Mulmsaugerset. Hier unten dran hatte ich euch ja schon gezeigt, ist ein kurzes Stück Rohr. Da wollen wir mal hoffen, ob das dann jetzt auf 45 Liter geeicht ist. Aber das ist halt nur eine Einstellungssache. Es tut ja nichts dran, wie die Funktionalität gegeben ist. Die Halterung habe ich noch genommen, muss nicht die sein. Aber da ich sie jetzt schon gebaut habe und von JBL noch das Ventil dazwischen gemacht, da ich im Moment das noch mit einem Eimer mache, plane dann aber, weil ich ja da ein Ventil habe, kann ich dahinter auch einen längeren Schlauch dran machen. Also ich denke mal, da kriegen wir noch was gebacken. Ja, und so wird aus einem Riesenplan eine übersichtliche Lösung. In dem Fass ist das Wechselwasser.
Und ich habe bisher immer das Fass durch die Wohnung hin und her gefahren, mehr oder weniger hier mit der Sackkarre. Und das möchte ich jetzt ändern. Und zwar dieser ganz normale Blumenroller, halt nur mit den Rollen für den Hartboden, weil ich fast überall Hartboden habe. Da stelle ich jetzt einfach nur das Fass drauf. Und schon ist das Fass gepimpt. Das wird sehr einfach werden. Das Fass steht jetzt auf dieses Rollbrett. Das ist bis 100 Kilo angegeben. Das Fass schafft 60 Liter, also liegen wir da voll im Bereich. Und man kann es jetzt wunderbar transportieren. Im Moment habe ich knapp über 50 Liter drin. Wenn ich jetzt 45 Liter wechsle und arbeite hier mit einer Pumpe, die schafft dann nicht alles, also habe ich immer ein bisschen mehr hier dran. Und bin ich wieder einen Schritt des neuen, dem neuen Wasserwechsel näher. Ob es funktioniert, wir werden sehen, sagte der Blinde. Postbote war da, neues Spielzeug. Das ist ein berührungsloses Temperaturmessgerät, also Infrarot-Thermometer. Ich messe jetzt mal hier einfach die Temperatur im Becken. Und da haben wir 23,9. Ich schwenke mal ein klein wenig. Hier habe ich das letzte Wechselwasser. Und da haben wir, na, da muss ich hinhalten, 23,9. So, jetzt habe ich hier mein abgestandenes Wasser. Nehmen wir Bobby noch im Hintergrund, dann sieht das ein bisschen schöner aus. Und die Schneckenvase, das halte ich hier mal rein. Und hier habe ich jetzt, ja, ich krieg's hin, 19,4 Grad. Jetzt muss ich mal überlegen, das müsste eigentlich so weit hinhauen, dass die Temperatur in dem Becken nicht zu sehr runtergeht. Ich denke mal, so 1 bis 2 Grad wird sie wohl kurzfristig sinken, aber das hat in der Vergangenheit noch nichts ausgemacht. Eine ganz geile Sache, der Temperaturmesser passt sogar in die Halterung, die ich gemacht hatte für das Röhrchen, für die Streifentests, die ich zurzeit halt nicht mehr durchführe. Und gerade rechtzeitig ist noch was gekommen, nämlich die Tauchpumpe. Ich habe mir da ein recht günstiges Modell ausgewählt und hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. Ich baue das mal zusammen und schauen wir mal. Das erste Positive, was ich an der Pumpe feststellen kann, ist die Kabellänge. Fast 5 Meter. Ja, was ich auch noch toll finde, ich habe hier also jetzt den 12 mm Adapter drauf, also 12 mm Innendurchmesser. Und da ist noch ein zweiter Adapter drauf. Welche Schläuche da jetzt drauf passen, weiß ich nicht genau. Wenn einer es wissen muss, möchte, einfach mal im Kommentar nachfragen. Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit, einmal diese Saugnapffüße oder ganz normale kleine Standfüße anzubringen. Für den kleinen Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist das wesentlich mehr, als ich erwartet habe. Jetzt muss die nur noch funktionieren. So, jetzt noch mal ein Test für euch. Ich habe nämlich gerade vergessen, die Kamera einzuschalten. Jetzt schalte ich mal die Pumpe ein. Und ja, toll, auch das funktioniert. Bin ich gar nicht mal so unzufrieden mit der Lösung. Also vielen Dank an die ganzen Tipps, die ich über das Forum bekommen habe. Ich habe nicht alles hundertprozentig 1:1 umgesetzt, sondern auf meine Verhältnisse angepasst. Und ich glaube, ich habe jetzt so die richtige Lösung. So, die Pumpe läuft. Ich habe mal den Schlauch hier an der Beckenseite hoch. Da geht es hoch und läuft dann da ins Becken hinein. Ich zeige euch das nochmal ein bisschen genauer. Ich habe jetzt nicht die geringste Ahnung, was sich da Juwel bei gedacht hat. Aber hier passt genau ein 12-16er Schlauch hinein. Und das habe ich dann genutzt. Ich hoffe, ich mache da nichts falsch. Aber das Wichtigste ist jetzt, diese Pumpe schafft also locker diesen Höhenunterschied. Und jetzt fülle ich mal das Becken. Füllung hat soweit funktioniert, das mit der Temperatur, das ist alles noch im akzeptablen Rahmen. Jetzt ist auch gerade die Heizung dabei, alles wieder
auf Standard zu bringen. Und wie man sieht, ist die Pumpe ein klein bisschen aus dem Wasser raus. Heißt nichts anderes, dass ich ein bisschen mehr Wasser vorbereiten werde als in der Vergangenheit. Und somit bleibt dann die Pumpe unter Wasser. Und das war ja auch das erste Mal. Mal gucken, wie es jetzt am Samstag läuft. Das ist jetzt der aktuelle Stand, also das Röhrchen ist geblieben, die Einstellung, die hatte ich ja, geht dann in diesen JBL-Schlauch, den habe ich ausgetauscht, ich hatte ja vorher diesen durchsichtigen von Tetra. Der JBL, der ist ein bisschen formstabiler und da brauche ich nur hier vorne eine Klemme und da habe ich den einfach mit Kabelbinder festgemacht, da muss ich auch nicht immer die Klemme suchen, das ist alles zusammen in einem Stück. Dann kommt das Ventil wieder von JBL. Und dann habe ich auf Länge zugeschnitten den Tetra-Schlauch, der bis hier runter geht, bis zur Pumpe. Und im Moment mache ich das auch noch immer mit Eimer. Ich habe festgestellt, das ist ganz gut, weil die ein oder andere kleine Garnele, die versteckt sich dann doch hier irgendwo und wird schon mal mit angesaugt. Und wenn ich das mit einem Eimer mache, ist das kleine Tierchen gerettet. Danke an die Forumsmitglieder für diesen fruchtbaren Gedankenaustausch, für diese sehr konstruktive Diskussion, die dazu geführt hat, dass ich meinen Wasserwechsel oder den Prozess des Wasserwechsels ein wenig angepasst habe. Ich wollte euch jetzt mal an diesem Prozess teilnehmen lassen. Ich mache das immer gerne, wenn ich weiß, dass ich etwas öfter machen muss und wenn wir über einen Wasserwechsel reden, zumindest so wie ich den mache, reden wir davon, dass ich den mindestens 50 Mal im Jahr mache. Da macht es für mich Sinn, ein bisschen mehr Zeit in die Entwicklung des Ablaufes hineinzustecken, um hinterher mehr Spaß bei der Durchführung zu haben. Ja, und schon sind wir auch schon wieder bei den Impressionen und ich freue mich darauf, meinen neuen Dolly einzusetzen. Und schaut euch's mal an. Tschüss, bis zum nächsten Video. Hält aber nicht so wahnsinnig dolle, genauso wie der hält auch nicht so wahnsinnig dolle. Das ist ein bisschen verwirrend, ist manchmal habe ich etwas gefilmt, was eigentlich vorher gezeigt wird und das, was ich dann nee, das ist verkehrt, da ich später gefilmt habe im Film oder
sollten wir uns aber mal diesen Prozess in... Gucken wir mal. Wie kriege ich das denn?